Will you state your full name, please? Horst Freier Treutz from Butler Brandenfeld. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde. You must sit down. Herr Zeuge, sind Sie während des Krieges im Wehrmachtsführungsstab tätig gewesen? Ja. Seit wann? Ich war vom 1. Januar 1942 bis zum 15. November 1944 im Wehrmachtführungsstab. Ein wenig langsam. In welcher Stellung waren Sie da? Ich war dort als erster Generalstabsoffizier des Heeres tätig und hatte als Abteilungschef die Operationsabteilung Heer. Ich lasse Ihnen jetzt zunächst ein Dokument vorlegen, PS 823, Exhibitnummer RF 359. Im Dokumentenbuch Jodel, 2. Band, Seite 158. Würden Sie die Güte haben, sich das einmal anzusehen? Soll ich das ganze Schriftstück durchlesen? Es liegt mir zunächst daran, dass Sie sich einen Gesamtüberblick verschaffen. Wer ist der Aussteller? Das Schriftstück ist vom Wehrmachtführungsstab Abteilung Q, Gruppe Verwaltung, aufgestellt worden. Von wem ist es unterschrieben? Es ist von mir unterschrieben. Von Ihnen selbst? Inwiefern hat dieses Dokument mit dem Angeklagten Jodl zu tun? Dieses Dokument hat mit dem Angeklagten Jodl überhaupt nichts zu tun. Ja, wenn Sie einmal bitte auf der ersten Seite oben rechts bei den Abzeichnungen sehen, da ist ein Buchstabe, der wie ein J gelesen werden könnte. Das muss ein Irrtum sein, denn der Buchstabe ist genau derselbe, der unten bei der Abzeichnung der Vortragsnotiz auch steht. Und diese Abzeichnung ist von dem Chef der Quartiermeisterabteilung gemacht, dem Oberst Pollek. Oberst Pollek. Wenn Sie also auf der zweiten Seite, ja, unten sehen, sind zwei Abzeichnungen. Ja. Die erste Abzeichnung muss erfolgt sein von dem Referenten. Ich kann es nicht genau erkennen. Ich halte es für die Abzeichnung von dem Oberverwaltungsrat Ihnen. Sie meinen den Buchstaben, also hinter dem als Datum steht 4. oder 5. 9., ja? Nein, der obere. Der obere. Der obere. Der untere Buchstabe ist die Unterschrift, die Abzeichnung von dem Oberst Pollek. Ja. Das Schriftstück ist dann, nachdem es dem Chef OKW vorgelegen hat, an mich zurückgegangen, ist oben nochmals von mir abgezeichnet worden und ist dann von mir für die Quartiermeisterabteilung ausgezeichnet. Das ist oben das Q mit den beiden mal unterstrichen.
Dann ist es vom Chef Bu nochmals abgezeichnet. Dahinter steht die Ziffer 9.9. Und von ihm für die Gruppe Verwaltung ausgezeichnet worden. Der eigentliche Bearbeiter hat dann nochmals hier unter, abgezeichnet. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass sich diese Sache ja um Kriegsgefangene handelt. Und das war ein Arbeitsgebiet, mit dem der Generaloberst Jodl eigentlich nie befasst war. Ja. Wir hatten ja im Wehrmachtführungsstab in der Quartiermeister- und in der Organisationsabteilung mehrere Arbeitsgebiete, die trotzdem sie aus seinem Stabe kamen. Ein Augenblick, Herr Zeuge, ein Augenblick. Ich habe nichts dagegen, dass Sie uns hier instruieren, aber ich möchte zur Sache noch kommen. Es sind Randbemerkungen an diesem Schriftstück. Sehen Sie das? Ja. Ist da eine dabei von Jodls Hand? Nein, die sind ja alle vom Feldmarschall persönlich mit K gezeichnet, die Bemerkungen. Ja. Die französische Anklage behauptet nun aber, dass es sich hier um Bemerkungen Jodls handle zu dieser Kriegsgefangenenfrage. Und wenn ich Sie recht verstanden habe, wollen Sie sagen, das sei aus Zuständigkeitsgründen gar nicht möglich. Abgesehen davon, dass keinerlei Abzeichnung von Jodl auf diesem Dokument zu sehen ist, ist es auch aus Gründen der Bearbeitung nicht wahrscheinlich, dass Jodl überhaupt eine Kenntnis von dieser Sache hat. Ist es nicht richtig, Herr Zeuge, dass diese Abteilung Q Jodl unterstand? Das ist an sich richtig, aber in der Abteilung Q, ebenso wie in der Abteilung Org, gab es gewisse Arbeitsgebiete, von denen sich der Generaloberst abgesetzt hatte und die von den Abteilungschefs entweder unmittelbar oder über den stellvertretenden Chef mit dem Chef OKW bearbeitet worden sind. Sie sagen, die Kriegsgefangenenfragen gehörten hierher. Stimmt das? Hierher gehörten unter anderem auch die Kriegsgefangenenfragen. Welche anderen Aufgaben hatte diese Abteilung Q? Die Abteilung Q hatte in ihrer Hauptsache oder in ihrer ersten Abteilung Q1 eine reine Versorgungsaufgabe und überwachte die Versorgung der dem OKW unmittelbar unterstellten Kriegsschauplätze. In ihrer zweiten Abteilung beschäftigte sie sich hauptsächlich mit der Militärverwaltung und in der dritten Abteilung mit allgemeinen Fragen, wie zum Beispiel hier das Kriegsgefangenwesen, Völkerrechtsfragen und ähnliches. Nun habe ich noch eine Frage zu diesen organisatorischen Dingen. Waren alle Abteilungen des Wehrmachtführungsstabes im Führerhauptquartier? Nein. Wir hatten auch zum Beispiel die Org-Abteilung, die Organisationsabteilung, die nicht im Führerhauptquartier, sondern in der Gegend von Berlin untergebracht war. Wenn ich Sie recht verstanden habe, wurden also die Geschäfte dieser Abteilung Q sozusagen an Jodl vorbei mit dem Chef OKW bearbeitet? Nicht in allen Fragen, aber in einer gewissen Anzahl. Also die Kriegsgefangenenfragen sicher? Die Kriegsgefangenenfragen sicher. Danke. Ja. Welche Stellung, Herr Zeuge, hatten Sie bei Kriegsausbruch?
Ich war bei Kriegsausbruch zweiter Generalstabsoffizier in der Zentralabteilung des Generalstabs des Heeres. Wenn Sie etwas langsamer sprechen wollen. Und welche Aufgabe hatten Sie da? Meine Abteilung bearbeitete die Mobilmachung Stellenbesetzung der höheren Kommandobehörden. Auch die der Generalstabsoffiziere des OKW? Jawohl, auch der. Herr General, wissen Sie, wer für den Mobfall ab 1.10.39 als Chef Wehrmachtsführungsstab vorgesehen war? Ja, zwar für diese Stelle für das nächste Mobjahr der General von Sodenstern vorgesehen. Habe ich das so zu verstehen, dass, wenn der Krieg nach dem 1. Oktober, sagen wir am 5. oder 6. ausgebrochen wäre, dann Jodl überhaupt nicht Chef Wehrmachtsführungsstab geworden wäre? Ich weiß nicht genau, wann das neue Mobjahr 39/40 datumsmäßig begann. Von diesem Zeitpunkt an war Lord das Manger, aber vorgesehen. Respectfully object, again in the interest of time. I submit this is not relevant to any issue at all raised by the indictment. Well, it may be interesting from a military point of view. I submit it has no relevance at all. I don't quite understand what the relevance of the evidence you're leading at the moment is. Herr Präsident, wenn die Anklage recht hat, dass der angeklagte Jodl zu einer Gruppe von Verschwörern für eine Welteroberung gehört, und wenn diese Verschwörergruppe den deutschen Staatsapparat als Mittel für ihre Ziele in ihre Hand gebracht hat, wie die Anklage sagt, dann muss es doch eine etwas seltsame Staatsordnung sein, wenn man Verschwörer terminsmäßig auswechselt. Insofern meine ich, müsste das schon zur Erwägung des Gerichts gestellt werden. The dates of his exchanges without any cross-examination. I mean, he went to Vienna at a certain date. He came back at another date. There's been no challenge of that. Ja, Herr Präsident, das ist aber eine andere Frage. Der angeklagte Jodl hat gesagt, dass er, wenn der Mobfall vor dem 1. Oktober eintrat, Chef Wehrmachtsführungsstab war. Dann musste er aus Wien nach Berlin kommen. Jetzt sagt der Zeuge, dass das eben nur bis zum neuen Mobjahr galt, sodass dann einfach der andere kam, wenn der Krieg nur 14 Tage später ausbrach. Und ich denke doch, das ist der erheblich. Surely it's extraordinarily remote, Doctor. You're right. We'll go on to something else. I mean, so it's all a matter of surmise about what would have happened if something else had happened. It isn't going to help us very much. Herr Präsident, das, was der Zeuge sagt, ist doch wohl keine Vermutung. Er sagt doch nur, dass über diese wichtige Stelle personell ganz in der Routine verfügt war schon, datumsmäßig. Nur dies war da zu tun. Darf ich fortfahren, Herr Präsident?
No, in the interests of time and an expeditious trial, the tribunal rules that you may not go on with it. Yeah. Herr Zeuge, wenn ich Sie jetzt nach einem Tätigkeitsgebiet frage, von dem Sie eben gesprochen haben, so geschieht es, weil ich annehme, dass Sie da besondere Sachkenntnis haben. Ist es richtig, dass Sie mit der Bandenbekämpfung dienstlich zu tun hatten? Ja, meine Abteilung ist die Federführung im Bandenkampf etwa vom Spätsommer 42 an übertragen worden. Und die taktischen Grundlagen für den Bandenkampf sind dann auch bei meiner Abteilung von diesem Zeitpunkt an bearbeitet. Ist Ihnen das Merkblatt für die Bandenbekämpfung vom Mai 1944 bekannt? Ja, das Merkblatt ist in meiner Abteilung zusammengestellt. Ist das das erste gewesen? Oder hat es vorher schon eine Regelung für den Bandenkampf gegeben? Ja, im Herbst 42 ist eine kurze, allerdings lückenhafte Anweisung für die Bandenbekämpfung herausgegangen. Wir hatten damals noch verhältnismäßig wenig Erfahrungen und da der Bandenkampf im Frieden nicht vorhergesehen war, war es natürlich, dass erst weitere Erfahrungen nachher gesammelt werden mussten. Mich interessiert nun in diesem Zusammenhang besonders der Bandenkampf im Osten und Südosten, für den die Anklage hier eine ganz bestimmte Auffassung vorgetragen hat. Ist es, wie es hier geschehen ist, vielfach richtig, von einem Bandenkrieg zu sprechen? Nach der Ausdehnung und Gefährlichkeit, die der Bandenkampf örtlich und zeitlich begrenzt angenommen hat, ist das richtig. Soll das heißen, dass die Erscheinungen dieses Kampfes über das, was man sich so unter Franc-Tireur-Wesen vorstellt, hinausgingen? Im Umfang ja, in den Methoden nein. Was heißt das im Umfang? Unter Umfang verstehe ich die räumliche Ausdehnung der durch den Bandenkampf betroffenen Gebiete. War es also territorial etwas Außergewöhnliches oder auch menschenmäßig? Der Bandenkampf war sowohl in seiner territorialen Ausdehnung wie auch hinsichtlich der daran beteiligten Menschen zweifellos außergewöhnlich. Wissen Sie, Herr Zeuge, ob es in diesen Banden im Osten und Südosten viele Juden gegeben hat? Ich kann mich nicht entsinnen, dass in den vielen hundert Meldungen, die ich über den Bandenkampf bekommen habe, überhaupt einmal von Juden die Rede gewesen ist. Wenn in den Banden Juden waren, kann das nur in einem beschränkten Umfang der Fall gewesen sein. Ja, es ist aber hier behauptet worden, dass dieser Bandenkampf geführt worden sei zur Ausrottung der Juden. Stimmt das? Davon ist mir nie etwas bekannt geworden.
oder zur Ausrottung der Slawen. Auch hiervon ist mir nie auch nur andeutungsweise etwas gesagt. Diese Auslegung hätte ja auch den Absichten der militärischen Führung vollkommen widersprochen. Wieso? Denn die militärische Führung hatte ein ausgesprochenes Interesse daran, hinter allen Fronten ein befriedetes Land und eine produktive Bevölkerung zu haben. Und alle Bewegungen und Maßnahmen, die dahin zielten, sind von der militärischen Führung immer begrüßt worden. Wir hatten jeden Soldaten, den wir im Bandenkampf festlegen mussten, an der Front dringend notwendig. Ist denn nun im Osten die Politik so geführt worden, wie es die Wehrmachtsführung für ihre Zwecke sich wünschte? Zweifellos ist das nicht der Fall gewesen. Denn die Wehrmacht hätte gerade auch im Interesse ihrer Freiwilligenverbände sehr gerne eine anders gerichtete Politik im Osten gesehen. Von uns selber aus ist versucht worden, auch in die Banden herein eine unblutige Befriedung des Landes zu erreichen mit eigenen Mitteln. Es sind dort große Propagandaaktionen gemacht worden, die veranlassen sollten, dass die Banden von dem Bandenkrieg abließen. Teilweise sind auch Sonderverhandlungen mit vereinzelten Banden geführt worden, die auch örtlich und zeitlich begrenzt zu recht guten Erfolgen geführt haben. Kennen Sie einen General von Pannewitz? Ja, der General von Pannewitz war Kommandeur der 1. Kosakendivision. Wann bitte? Das muss im Laufe von im Jahr 43 gewesen sein. Ist es richtig, dass dieser General als Kommandeur dieser 1. Kosakendivision, dieser freiwilligen Division, im OKW einmal Beschwerde geführt hat über Schwierigkeiten, die er in seiner Division hätte? Ja, der General von Pannewitz ist ein alter Regimentskamerad von mir und hat mich im Hauptquartier besucht und hat mir damals im Sommer 43 oder es kann auch im Herbst gewesen sein, eingehend über den Stand der Aufstellungen und der Schwierigkeiten berichtet, die er insbesondere aufgrund der Ostpolitik der Regierung mit der moralischen Festigung seines Verbandes gehabt hat. Er beklagte damals insbesondere, dass die Politik der Regierung kein nationales Ziel für seine Division aufzeigen könnte und hatte auch gewisse Beschwerden über Schwierigkeiten, die die Angehörigen seiner Division, die teilweise in Trecks sich befanden und angesiedelt werden sollten, damals hatten. Ist Jodl mit der Sache befasst worden? Jawohl, ich habe damals den Generaloberst nach dem Besuch den Inhalt des Gesprächs vorgetragen und habe ihn gebeten, im Interesse unserer Freiwilligenverbände hier einen Einfluss auszuüben.
Auf wen einen Einfluss? Einen Einfluss auf den Führer auszuüben. Aber Sie sagten mir doch, das wäre gar nicht Jodls Zuständigkeit gewesen. Der Generaloberst hat mir... Einen Moment. Dr. Jarreis, what is the relevance of this? About some general who commanded a Cossack division. And that he had difficulties with morale. What's that got to do with this case? Herr Präsident, das sind einige vorbereitende Fragen gewesen. Die eigentliche Frage kommt jetzt. Es geht um die Frage der Zuständigkeitsverteilung, der Verantwortlichkeit. Ich war jetzt eben dabei, aus dem Zeugen das für mich Entscheidende herauszufragen. Herr General? Well, but what relevance have the preparatory questions got to the decisive question? How can a visit of this general have anything to do with it? What is the decisive question? Ja, wenn ich, Herr Präsident, wenn ich das begründen soll, muss ich dem Zeugen sagen, was mir sagen soll. Und dann wird meine Frage eine Suggestivfrage. Well, that's not an unusual thing in this court. Ja, aber ich wollte den Fehler nicht begehen. Ich lasse die Frage. Ich habe bei keiner Frage jetzt weiter gezeugt. The tribunal hopes that you won't take up too much time over these preliminary questions, which are leading to decisive ones. Herr Präsident, ich kann die Befragung außerordentlich abkürzen, weil ich im Besitze einer eidesstattlichen Erklärung dieses Zeugen bin, die am 20.05.46 abgegeben hat. Ich beabsichtige, wenn ich an der Reihe bin, diese eidesstattliche Erklärung dem Gericht dann vorzulegen. Damit mir aber dann nicht vorgehalten werden kann, dass ich bei der Anwesenheit des Zeugen im Saale durch Befragung diesen Sachverhalt hätte feststellen sollen, will ich jetzt den Zeugen fragen, ob der Inhalt der mir gegebenen eidesstattlichen Erklärung vom 20. Mai 1946 zutreffend ist. Herr Zeuge, ist der Inhalt der mir gegebenen eidesstattlichen Erklärung vom 20.05.46 zutreffend? Der Inhalt ist zutreffend. Herr Zeuge, kennen Sie den General Heusinger? General Heusinger ist mir bekannt. Die Anklage hat im Verfahren gegen den Generalstab ein Affidavit Nummer 20, USA Exhibit 564, vorgelegt. Und auf Seite 2, Ziffer 4, gibt dieser General Folgendes an. Ich zitiere, es war schon immer meine persönliche Ansicht, dass die Behandlung der Zivilbevölkerung im Operationsgebiet und die Methoden der Bandenbekämpfung im Operationsgebiet der obersten politischen und militärischen Führung eine willkommene Gelegenheit bot, ihr Ziel durchzuführen, nämlich die systematische Reduzierung des Slawen- und Judentums. Ich möchte Sie nun fragen, können Sie sich erklären, wie General Heusinger zu dieser Meinung gekommen sein kann? Ich habe mit dem General Heusinger eng zusammengearbeitet und sehr oft mit ihm auch über Fragen des Bandenkriegs gesprochen. Ja. Mir gegenüber hat er nie eine Äußerung in dieser Hinsicht getan und ich kann mir diese Äußerung von ihm auch nicht erklären, weil sie den grundlegenden Ansichten der militärischen Führung über die Führung des Bandenkriegs absolut widerspricht. Dankeschön. Warum wurde die Gesamtführung des Bandenkampfes im Osten 1943
und in Italien um die Wende 1943-44 durch Befehl des Führers auf Himmler übertragen. Es ist schon immer die Ansicht des Führers gewesen, dass der Bandenkrieg vorwiegend eine polizeiliche Aufgabe ist und die Polizeikräfte zu seiner Durchführung geeigneter sind, wie die teilweise überalterten Sicherungskräfte des Heeres, die wir für diese Aufgabe zur Verfügung stellen konnten. Wie weit es Himmler darauf ankam, hier eine neue Machtposition zu bekommen, weiß ich nicht, wie weit er dem Führer das suggeriert hat. Wie stellte sich das UKW, das war der Wehrmachtsführungsstab, zu diesem Befehl Hitlers? Es muss hierbei zunächst betont werden, dass für das Operationsgebiet eine Änderung nicht eintrat. Das Operationsgebiet ist bis zum Schluss auch in der Bandenbekämpfung unter dem Befehl der Oberbefehlshaber geblieben. In den übrigen Gebieten war dem Wehrmachtführungsstab diese Regelung nicht unangenehm, weil wir hofften, dass der Reichsführer SS in der Lage sein würde, von seinen uns meist unbekannten Reserven etwas in diesen Gebieten einzusetzen und wir Kräfte für die Front frei bekamen. Entsinnen Sie sich, Herr Zeuge, dass der Oberbefehlshaber Südwest dringend darum gebeten hat, ihn von dieser Maßnahme, also der Übertragung der Bandenbekämpfung von ihm auf Himmler, auszunehmen. Es ist mit dem General Westphal fernmündlich öfter über diesen Fall gesprochen. Und ich halte das für möglich, dass er das damals angeregt hat. Sie selbst haben mit dem Oberbefehlshaber Südwest darüber nicht gesprochen? Mit dem Chef. Mit dem Chef? Ja. Sie waren vor dem Kriege, wie Sie eben ausgesagt haben, in der Zentralabteilung des Generalstabs des Heeres. Wie mir bekannt ist, wurde auch dort die Besetzung der höheren Führerstellen bearbeitet. Verteidiger Nilte, ich möchte eine Frage an den Zeugen stellen. Herr Zeuge, es ist gegen den Angeklagten Feldmarschall Keitel der Vorwurf erhoben worden, dass er, und ich zitiere, statt sich vor seine, das heißt ihm unterstellten Offiziere zu stellen und sie zu schützen, sie bedroht hat, ja, dass er gedroht hat, er werde sie der Gestapo übergeben. Können Sie zu dieser Anklage Tatsachen bekunden, die beweisen, dass dies nicht der Fall ist? Ich kann hierzu bekunden, dass der Feldmarschall Keitel für die Offiziere des Wehrmachtführungsstabs stets ein wohlwollender Vorgesetzter gewesen ist, dass er zum Beispiel zu dem Oberst Münch, der ihm in seiner militärischen Tätigkeit als Chef der Organisationsabteilung eng verbunden war, ein fast väterliches Verhältnis gehabt hat und seinen Heldentod an der Ostfront tief bedauert hat. Ich kann weiter hierzu erwähnen, dass ich selber und der 1a meiner Abteilung, Oberstleutnant Ziervogel, im Jahre 1944 aufgrund sachlicher Differenzen mit dem Stab des Reichsführers SS von diesem in einem Schreiben
bei dem Feldmarschall Keitel beschuldigt worden bin, die Zusammenarbeit zwischen OKW und Reichsführer SS und die Kriegsführung zu sabotieren und dass der Feldmarschall sich damals in einem Antwortschreiben, das ich selber gesehen habe, in jeder Weise vor uns gestellt hat und erklärt hat, dass er die volle Verantwortung für alles, was die ihm unterstellten Offiziere machen, übernimmt. Ich danke Ihnen. Ich habe keine Frage. Is there any cross-examination?